Ich habe natürlich ziemlich Angst. Man kennt ja, dass man beim Marathon in den Wochen davor auf einmal merkt, oh Gott, da zieht es in meinem Oberschenkel und spüre ich da was im Knie und oh Gott, bin ich fit genug. Das kann man jetzt ungefähr potenzieren mit 100 und so fühle ich mich. Weil ich habe natürlich noch nie sowas gemacht. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn man sich Ziele setzt, von denen man vorher weiß, dass man sie sowieso erreicht, ist das Gefühl, das Glücksgefühl im Ziel völlig irrelevant, völlig unspektakulär. Wenn man aber Sachen macht, wo man ich überhaupt nicht dran glaubt, dass man das schaffen kann, dann ist das Glücksgefühl unglaublich groß. Also muss das Glücksgefühl bei dieser Tour eigentlich ins Exorbitante steigen, weil mein Vertrauen manchmal klein ist, aber eigentlich fühle ich mich gut vorbereitet und eigentlich freue ich mich auch drauf. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe mir vorgenommen, von meinem Zuhause, was in Utrecht in Holland ist, zu meinem ehemaligen Zuhause zu laufen, das in Karlsruhe ist. Und ich laufe das Ganze am Rhein entlang. Das müssten so 700 Kilometer sein. Ich bin, glaube ich, vor dreieinhalb Jahren meinen ersten Marathon in Köln gelaufen. Bin jetzt seitdem, ich glaube, 7 Marathons gelaufen und 3 Ultras. Im Oktober letzten Jahres bin ich dann 100 Kilometer gelaufen im Taubertal, den Taubertal 100. Und das war meine bis jetzt längste Distanz. Und ich möchte nicht zurück dran denken, weil ich habe sehr gelitten. So kann man sich sein Buch holen. Snackbar essen. Ja, genau, Pommes noch. Meine Frau findet natürlich das ganze Unterfangen. Sie unterstützt mich, aber natürlich denkt sie, du bist verrückt. Aber sie findet es auch irgendwie eine coole Aktion. Also, und natürlich gebührt ihr unglaublich viel Dank, weil natürlich öfter mal am Wochenende man einen langen Lauf machen muss. Und jeder, der selbst Marathon nur läuft, weiß, dass das eine Entbehrung ist, die die Familie da bringt und Opfer bringt. Und von daher geht der Dank natürlich auch an meine Familie. Aber ich versuche das natürlich, da ich als Künstler und Podcaster mein eigener Boss bin, bin ich so flexibel, dass ich natürlich auch mir die Langläufe mal unter die Woche hauen kann, wo andere Leute arbeiten müssen. Und wenn man die Unterstützung der Familie nicht hätte oder das gegen die Familie machen würde, dann wäre es wahrscheinlich, man muss für so eine Unterfangen und auch für ein Ultra oder so, muss man seelisch, glaube ich, und emotional muss man gut gestellt sein, sonst ist es, glaube ich, doppelt so schwierig. Ein großartiger Läufer namens Raphael Fuchsgruber hat mal gesagt, wenn du für den Lauf trainierst, dann musst du Laufen trainieren und nicht Stabhochsprung oder irgend sowas in die Richtung, hat er mal gesagt. Er hatte natürlich recht. Und man könnte sagen, ich müsste auch noch zusätzlich vielleicht noch Krafttraining extra machen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe viel mit diesem Anhänger trainiert, womit ich natürlich dann auch genau das trainiert habe und die Muskeln, die ich dann auch wirklich brauche. Und was ich sonst viel gemacht habe, ist, dass ich mich dehne und so Yoga-eske Übungen viel mache, weil auch das eine der Sachen ist, die ich durchziehen muss. Jeden Tag routinemäßig nach dem Laufen. Und wer mal länger gelaufen ist, der weiß, dass man nach dem Laufen auf alles Lust hat, nur nicht irgendwelche komischen Dehnübungen auf irgendeiner Matte zu machen, sondern denkt man, hey, vergiss es, ich lege mich jetzt hin, leckt mich alle, aber ganz gewaltig, ich lege mich jetzt hin und esse Chips. Und genau das geht halt nicht, wenn man am nächsten Tag wieder loslaufen muss, weil irgendwann habe ich dann so verkürzte Beine, dass ich wahrscheinlich wie so ein Augsburger Puppenkisten-Marionette nur noch mit so steifen Beinen laufen kann. Und das geht halt nicht. Ich habe seit einem Dreivierteljahr einen Trainer, Michael Arendt. Und wenn der sagt, hey, wenn du das alles läufst, dann bist du gut vorbereitet und hey, und die Läufe hast du super gemacht, dann denkt man, ha, dann mach ich's ja gut. Dann hat man irgendwie noch so jemanden im Rücken, der mitverantwortlich ist. Also wenn ich scheitere, ist Michael Arendt dafür verantwortlich. Ich freue
freue mich eigentlich, und das klingt jetzt total bescheuert, auf die Sachen, auf die ich mich nur nicht freuen kann, weil ich sie nicht planen kann. Also vielleicht die Begegnungen und Erlebnisse, die ich habe, wenn ich alleine bin, die Menschen, denen ich unterwegs begegne, das ist auch das, was mich von Anfang an ultramäßig gereizt hat, dass es eben so ein Abenteuer ist, wo ich nicht, ich weiß ja nicht mal morgens, wenn ich loslaufe, wo ich abends ankomme, in was für einer Ortschaft oder in was für einem Landstrich. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Darauf freue ich mich wirklich. Und ich freue mich natürlich tierisch auf die letzte Etappe, falls ich so weit komme. Das wird eine tolle Sache. Und wenn ich meinen Bandpacker packe und er dann irgendwann so einklickt, fühle ich mich ein bisschen wie so ein Navy Seal, der so seine Schalldämpfer irgendwie an seine Waffen gemacht hat und auf Mission geht und sich mit Tarnfarbe eingeschminkt hat und so. Dann sind alle Gels, alles Wasser ist gepackt. Ich bin ready für den Einsatz. Ready for war. Und der War ist die Straße, der Weg, der sich ewig am Rhein entlang schlängelt. Der Feind ist die Hitze. Der Feind ist jede Steigung, die mich zurückziehen will. Ja, so fühle ich mich ein bisschen. Moin, moin. Die ersten 20 Kilometer sind geschafft. Raphael Fuchsgruber an meiner Seite. Er lebt noch, ich auch. Und es wird langsam warm, deswegen eine kleine Frühstücksgehpause. Und danach geht's weiter. Läuft bestens. Wunderschöne Natur. Es läuft. Wir haben 42 Kilometer hinter uns gebracht und ich finde es unerträglich schwül und heiß. Ich safte wie kein Zweiter. Ist natürlich auch unfair, mit so einem Wüstenass rumzulaufen. Ja, wie schon gesagt, 40 Grad in der Wüste sind weniger anstrengend als die 30 Grad hier bei der schwülkacken Bratze, die wir hier haben. Ja, aber trotzdem, der Raphael, um sich abzukühlen, geht er in die Sauna. Ja. Nein, es geht gut. Was für ein einzigartiger Blick. Ich weiß nicht, was für eine Stadt das ist. Ich glaube, es ist Rhenen. 52 Kilometer. Ich bin jetzt in Wacheningen. War super. Raphael ist eine sehr gute Unterstützung. War jetzt auch einkaufen und alles. Und jetzt kommt der Moment, auf den ich mich den ganzen Tag schon gefreut habe. Und zwar ist es dieser Moment. Kaltes Wasser. Und hier. Ich würde sagen, das habt ihr genug gesehen. Einen wunderschönen guten Tag. Etappe 5 schon. Unglaublich. 56 Kilometer. Ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden und um 5.30 Uhr sind wir losgelaufen. Unglaublich. Erik, ein Fatboys Run-Hörer, stand um 5.30 Uhr morgens vor dem Hotel. Super Wetter, es war herrlich, es war ideal, es war bewölkt, es war leicht windig, es war ein bisschen kälter, ich konnte im T-Shirt, ich war nicht sofort nass geschwitzt und dann sind wir erst eine ganze Weile durch Meerbusch, Bonzenort gelaufen, dann kamen wir, als wir gerade so bei Düsseldorf reinkamen, kam uns Nane entgegen, auch eine Fatboys Run-Hörerin, dann war Erik inzwischen wieder weg und Nane hatte kalte Apfelschorle dabei. Also Joe Kelbe, zieh dich an. Nachdem du 100 Kilometer für ein Bier geschrieben hast, komme ich mit täglich 50 Kilometer für eine Apfelschorle. Und Nane hatte auch selbstgebackenen Karottenkuchen, den haben wir erst viel später gegessen. Dann sind wir über die Brücke und sind durch Düsseldorf gelaufen und konnten eigentlich fast bis 40 Kilometer oder so durchlaufen. Durchlaufen in dem Sinn, dass wir nur fürs Trinken mal kurz ein paar Meter gegangen sind. Und wenn es bergauf ging, halt kurz marschiert sind, weil der Wagen, habe ich mir selbst ausgesucht,
herrlich war das heute. Leider kam dann irgendwann bei Kilometer 40 oder 41 kam dann die Sonne raus und die ist dann auch nicht mehr wirklich weg. Man sieht es wahrscheinlich, ich weiß es nicht an meiner Gesichtsfarbe. Morgen kommt ein Ruhetag, das heißt, ich laufe von Dormagen nach Köln und besuche da einen Freund. Und Köln ist, glaube ich, nur, also wenn man am Rhein entlang läuft, 30 Kilometer. Also morgen wird der entspannteste Tag. Mal gucken, wo ich von Köln hinlaufen kann. Was ist in 50 Kilometer auf meinem Kurs von Köln entfernt? Das werde ich alles sehen. Meine Beine tun weh. Auf der deutschen Seite nach 12 Kilometern dann meinen Nachbarn getroffen, der mitlaufen wollte. Wo ich ehrlich gesagt vorher nicht dran gezweifelt habe, aber sehr gespannt war, wie lange er das durchhält, weil er lange nicht so hart trainiert hatte wie ich. Und er hat Unglaubliches geleistet. Also er ist jetzt in vier Tagen ist er 200 Kilometer gelaufen. Er hat gesagt, er wollte nach Karlsruhe laufen. Und ich dachte, es ist vielleicht schön, einige Tage mitzulaufen. Aber wann das näher kam, habe ich gedacht, nein, ich mag das nicht. Aber ja, eine Woche und eineinhalb Woche vorher habe ich gesagt, aber warum nicht? Weil es hilft halt doch auf den langen Stücken, auf den Stücken, wo man keine Kraft mehr hat, wenn man jemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann, sich ablenken kann. Ich werde heute in dieses Neptunbad gehen und mir eine Sportmassage gönnen, wenn es hinkommt. Ich wollte ursprünglich dieses Jahr in die Wüste, habe aber so ein bisschen einen tief durchlebten persönliches und eine Krise und dann war mir die Wüste einfach zu weit weg und zu viel. Und als ich mich dann mit dem Gedanken angefreundet habe, nicht in die Wüste zu gehen, aber auch so langsam aus diesem Tief gekrabbelt bin, habe ich gedacht, was mache ich denn dann? Das hat natürlich auch einen Flavor, wenn man praktisch so von einer komplett anderen Sprache, nämlich Holländisch bis Pfälzisch, Kölsch, diese ganzen Einfärbungen durchläuft. Weil Strecke und Abstand und Menschen und so, das Ganze, ich meine, wenn man eine lange Fahrradtour gemacht hat, wird merken, dass man eine Strecke, die man vorher im Auto gefahren ist, ganz anders fühlt. Und wenn man die läuft, ist halt nochmal anders. Und dann geht er nämlich irgendwann weg von der Straße jetzt. Kaum Verlaufmöglichkeit. Es geht echt viel auf einer Straße immer. Von daher, alles locker, alles easy. Die größten Herausforderungen und Schwierigkeiten des Etappenlaufs sind, ich glaube, zwei Sachen. Erstmal bleiben die Beine heil. Also schaffe ich es, immer nachts wieder genügend zu regenerieren, um am nächsten Tag wieder so eine lange Strecke zu laufen. Das ist natürlich auch gleichzeitig die psychische Seite, weil man kennt es als Läufer, dass man manchmal dann anfängt, nach Ausreden zu suchen, warum man diesen oder jenen Lauf jetzt echt nicht finishen muss. Und dann werden die Ausreden immer besser, denkt man, hey, aber ich habe jetzt auch wirklich eine gute Entschuldigung, ich habe hier einen Krampf oder mir geht's schlecht oder ich war ja krank letzte Woche oder meine Gesundheit geht vor. Und auf diese Stimme muss man nicht unbedingt hören. Das mag sich jetzt für den Nichtläufer total hirnrissig anhören und gesundheitsgefährdend. Aber wenn man läuft und längere Distanzen gelaufen ist schon, dann weiß man, dass der Körper wirklich mehr kann, als man ihm oft zutraut. Und ich habe mir gesagt, als eiserne Regel, bevor ich aufgebe, mache ich einen Tag Pause, da wo ich eigentlich aufgeben würde. Und wenn ich danach am nächsten Tag immer noch nicht will, dann kann ich immer noch einen Tag Pause machen und wenn ich dann echt keinen Bock mehr habe, dann kann ich nach Hause fahren. Aber darüber möchte ich eigentlich nicht nachdenken, weil diese Gedanken kommen dann wieder langsam wie so ein Meuchelmörder einem über die Schulter geklettert bei den schwierigen Etappen. Ich mache ein bisschen Sorgen, weil es nächste Woche sehr heiß wird. Muss man sehen, wie es dann geht, aber ihr schafft es. Ja, da und dann wieder ganz weit am Wasser entlang.
Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Morgen geht's wieder los. Es ist jeden Morgen eine Mischung aus Respekt, Müdigkeit, erstaunt sein, dass überhaupt die Beine noch funktionieren und dann, wenn man losläuft, noch erstaunter, dass sie dann irgendwann auch wieder warm werden und unglaublicher Vorfreude. Siebter Tag, ziemlich genau auch die Hälfte. Ich hatte mir 3 Wochen Zeit genommen. Und wenn ich so weitermache, werde ich es in 2 Wochen schaffen. Natürlich ist die Angst bis zum letzten Tag da, dass man sich verletzt. Ist die Angst bis zum letzten Tag da, dass die Beine irgendwann nicht mehr mitmachen. Oh, heute geknallt. Tempo gemacht heute. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set adrift with fed away light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, undertow. Ich habe heute Morgen echt große Angst gehabt, ob ich überhaupt laufen kann, weil ich hatte gestern Schmerzen in der Kniekehle. Ich habe eine super komische Nacht gehabt mit Albträumen und gefühlt 20 Liter Schweißverlust. Also wirklich, war pitchnass geschwitzt. Umso mehr hat es mich gefreut, als ich gemerkt habe, ich kann komplett durchlaufen. Also ich mache zwar 2-3 Pausen, wo ich was esse, und wenn es bergauf geht, gehe ich immer, aber im Großen und Ganzen bin ich bis zum Ende gelaufen und das hat mich echt glücklich gemacht. Die ersten 4 Tage waren extrem schwül. Das macht einem unglaublich zu schaffen, mit so einem Wagen noch zusätzlich. Ich mache die Schlenker des Rheins mit, der manchmal wie ein Feind, manchmal wie ein Freund wirkt. Je nachdem, wie man sich gerade fühlt und wie fertig man ist dann und wie heiß es ist, dann verhöhnt er einen mit zusätzlichem Sonnenlicht. Warum ich das mache, hat 2 Gründe. Also erstmal gibt es natürlich die legitime Frage, hast du sie nicht alle, das ist doch nicht gesund. Eben der Klassiker, läufst du für irgendwas weg? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist immer in the eye of the beholder. Derjenige, der jeden Tag 3 Kilometer läuft, findet denjenigen, der jeden Tag 10 Kilometer läuft, total krank. Und derjenige, der jeden Tag 10 Kilometer läuft, findet vielleicht denjenigen, der Marathon läuft, total krank. Und so verschieben sich halt Grenzen. Und natürlich ist es eine extreme Herausforderung. Aber ich glaube, es ist auch ein tolles Abenteuer. Und der 2. Grund, warum ich es mache, und vielleicht ein viel wichtigerer Grund oder zumindest ein noblerer Grund, ist, dass ich damit Spendengelder sammeln will. Eine Untersuchung hier in einem Kinderkrankenhaus, ob man mit Vitamin B3 in hoher Dosierung Kinderrheuma bekämpfen kann. Und mein Sohn hat Rheuma und dem müssen wir jeden Freitag eine Spritze geben. Und wenn man sowas Verrücktes macht, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich einfacher, an die Leute zu verkaufen oder auch mal mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, als wenn ich jetzt sage, ich laufe heute 10 Kilometer. Dann wird es schwieriger sein, so viel Spendengelder zu generieren. Das Verpflegungsding ist das extra Abenteuer. Und das geht halt auch immer zum Glück nicht so,
wie man sich es oft vielleicht wünschen würde, weil die Tankstellen sind halt nicht immer da, wo man am meisten Durst hat. Und dann kann so eine Apfelschorle oder ein anderes Kaltgetränk so viel mehr wert sein als Luxusgüter, die man sich sonst vielleicht kauft im Alltag. Was hast du denn da gekauft? Eine Apfelschorle. Warum Apfelschorle? Freust dich überhaupt nicht? Ich habe gehört, dass Apfelschorle isotonisch ist. Und Apfelschorle ist meine neue Droge. Normalerweise würde ich sagen kalte Cola, aber irgendwie habe ich da zu viel Angst vor diesem Zuckerhai und dann diesem extremen Talfahrt danach wieder. Und Apfelschorle ist genau das Ding, was ich gerade abfeiere, wie verrückt. Obwohl das die am wenigsten leckere Apfelschorle ist. Die schmeckt am künstlichsten, finde ich. Oh. Mein Trainer mir beigebracht, wenn ich fertig bin mit Laufen, was heißt hier yes? Da. Heute ist mit Abstand der beste Tag. Warum? Weil heute einfach alles gut lief. So schnell wie nie gelaufen heute. Oh, herrlich. Ich glaube, dass Menschen, die laufen und lange Strecken laufen, automatisch immer in einem Art meditativen Zustand sind und immer genügend Zeit haben über ihr Leben, ihre Lebenssituation, Menschen, die sie lieben, Menschen, die sie kennengelernt haben im Leben und so weiter nachzudenken. Und das passiert natürlich dann, wenn man jeden Tag 50 Kilometer läuft, natürlich in einem extremeren Maße. Aber da ich sowieso immer viel laufe, ist es nicht so, dass ich jetzt so einen neuen transzendalen Zustand erreicht habe oder sowas, sondern dass es eigentlich so ist wie immer, nur noch intensiver. Ja, es ist schon so, dass wenn man lange im Kopf alleine ist und der Körper läuft, dass man sich Gedanken macht. Und auch, dass ich meine Kinder extrem vermisse, meine Frau. Ich habe mir einen E-Reader mitgenommen. Ich habe nicht einmal drin gelesen, weil ich abends, nachdem ich meine Verpflichtungen nachgekommen bin, nämlich dehnen, massieren, alles vorbereiten, essen etc., ich einfach nur noch müde ins Bett falle, weil ich ja wieder am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Vorgestern war die längste Etappe, das war 56 Kilometer. Morgen geht es weiter nach Koblenz. Ich fühle mich gut, ich bin auch ein bisschen gerührt, dass ich schon die Hälfte habe. So, fertig. Ich muss duschen. Ich muss die Klamotten vor allem duschen. Oh. Ich habe ja alles hier schön beschriftet. Das ist Elektra. Das ist der schwarze Sack mit der gelben Schrift, ist Elektronik. Und der Taubertal 100 ist Laufkleidung. Da ziehe ich mir natürlich frisch gewaschene Socken an. Und dann brauche ich noch aus meiner orangenen Beauty- und Erste-Hilfe- und Nahrungstüte brauche ich natürlich den, jetzt habe ich mit denen angefangen, den Seifenaufbewahrungsbehälter. Ja, das ist ein Wahnsinnserlebnis und
Der heutige Tag war von der Szenerie der bilderbuchhafteste. Wer läuft, weiß, dass überall, wo man läuft, erfährt man die Sachen noch mal intensiver und erlebt sie irgendwie anders. Vielleicht hat es auch manchmal mit dem State of Mind, in dem man drin ist, und der Erschöpfung zu tun, dass einem irgendwie Sachen anders sich auf die Seele brennen oder auf die Bindehaut. Es ist unglaublich heiß. Ich möchte mal kurz den Held des Tages vorstellen. Das ist Simon. Das längste, was er bis jetzt gelaufen ist, war 30. Gleich haben wir die 50. Dadurch, dass auch Bradley Cooper mich begleitet. Grins mal in die Kamera, Bradley. Hey, wenn einen Hollywood-Stars begleiten. Das ist übrigens Wasser auf dem T-Shirt, nicht das. Das ist kein Schweiß. Ja, dein Geruch sagt anderes. Ich hasse es auch. Aber die Belohnung ist so groß. Es ist so heiß. Ja, ich war im ganzen Leben Sport. War zweimal Meistersport. In was für einer Sportart? Was für? Das war ich Fußball. Oh. Bis 42 habe ich gespielt für große Stadt. Aber nicht hier, nicht in Deutschland, in Russland. In Ukraine. Ah. Tanzen auf Eis. Bis 65 habe ich selbst getanzt und Menschen gelernt, daran drehen. Sehr schön. Ja, das war eine Zeit. So schön war das. Die was lieben auf dem Eis. Ja, 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 ja. Da waren alte Menschen und die ganz junge Menschen. Und das war ja sehr schön. Toll. So heiß. Wir laufen nicht die ganze Zeit über die Städte, und in den Städten kann man wirklich nicht gescheit laufen. Alle 2 Sekunden Ampel, also gehen wir durch die Städte, und wir laufen nur durch hässliche Städte. Rheinau, Mannheim. Oh. Oh. Das ist nochmal einiges geiler als der Rhein. Wir haben jetzt 49 Kilometer auf dem Zeiger. Oh, das wird jetzt ganz, ganz, ganz großes Kino. Boris, wie läuft's? Kalt, kalt, ich friere. Jetzt ernsthaft? Oh, das ist so gut, das tut so gut. Meine Beine tun so weh. Oh, es ist Hölle. Oh, ich glaube, ich krieg gleich einen Warnkrampf. Nee, du musst das genießen, ein bisschen abkühlen. Wir haben noch 10 Kilometer vor uns. Naja, 9 Kilometer. Es wird so 58, 59. Heute ist viel Gehen angesagt. Immer wieder joggen. Immer wieder gehen. Wir waren gerade am Joggen wieder. Und dann haben wir diesen Eingang gesehen. Haben wir uns angeguckt. Sind wir so 10 Meter hinter dem Eingang stehen geblieben und gesagt, ach komm, kurz. Oh, herrlich. Wollt ihr noch mit mir auf Tauchstation? Vorher, als ich mir diese Reise geplant hatte und gedacht habe, okay, 3 Wochen lang mit so einem blöden Anhänger und jeden Tag mindestens 35 Kilometer, da hat es so unglaublich schwierig gewirkt. So eine Aufgabe, die man sich nicht mehr wie so einen 40-Kilometer-Lauf oder einen 60-Kilometer-Lauf so einteilen kann. Und oh, jetzt habe ich die Hälfte und jetzt habe ich so und so viel mehr als die Hälfte. Sondern wo man wirklich nur immer bis zum nächsten Eckpunkt denken durfte. Und auf einmal, bevor man sich umsieht, ist man auf der Hälfte. Und dann auf einmal merkt man, okay, es ist auf jeden Fall machbar.
wo man halt immer Respekt hat als Läufer vor Sachen, die man vorher noch nicht gemacht hat, in langen Etappen. Und wenn man ehrlich ist, darin liegt ja der Reiz. Darin ist ja dann auch die Freude, wenn man es schaffen sollte, weil man eben vorher nicht damit gerechnet hat, weil man es wieder geschafft hat, sich selbst zu überraschen. Ja, das ist mein letzter Morgen. Schaut euch diese schönen Kornfelder an. Hinter mir ist der Rhein. Es wird spannend. Das Gefühl, ich weiß, dass euch keine Sau wartet. Jeder, der potenziell am Ludwigsplätze das sein, ja, vielleicht hatten zwei Leute. Aber mir geht's um das Gefühl, nach Karlsruhe reinzulaufen. Dann kann ich jedes Mal, wenn ich ab jetzt von Utrecht nach Karlsruhe mit dem Zug fahre, denken, hey, das bist du alles gelaufen. Der Mann, der heute Mittag im Herzen von Karlsruhe angekommen ist, der hatte aber mehr hinter sich als eine kurze Runde. Zwei Wochen war der Mann unterwegs von Holland hierher. Nur noch wenige Meter, dann ist es geschafft. Vor zwei Wochen ist Hobbyläufer Philipp Jordan von seiner Wohnung im niederländischen Utrecht aus gestartet. Nach 661 Kilometern ist er heute auf dem Karlsruher Ludwigsplatz am Ziel angekommen. Was würdest du dir denn wünschen, was am Ende vom Lauf hängen bleibt bei den Leuten? Dass man auch als Nicht-Superathlet viel schaffen kann, was man vielleicht nie dachte, dass man es schaffen könnte.